Für alle, die schon sehnsüchtig auf neue Sims 4-Inhalte warten, wird es jetzt etwas konkreter. Die Entwickler haben nämlich jetzt verraten, wann genau wir mit neuen Informationen für die Sims 4 rechnen können. Wer die Sims auf Twitter verfolgt, wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Die Entwickler haben nämlich geteilt, wann neue Informationen zu den kommenden Sims 4-Inhalten veröffentlicht werden. Auf die Frage eines Simmers, wann die nächste Roadmap für die Sims 4 geteilt wird, haben diese mit einem GIF geantwortet. Diese stellt recht eindeutig dar, dass im Mai die Entwicklergrafik, die uns schon über kommende Sets, Erweiterungen, Updates und sonstige Ereignisse für die nächsten 3 Monate aufklärt, gepostet wird. Ganz kurz, ich finde das tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, dass die Entwickler jetzt hier so 1 Monat lang Infopause haben und uns quasi erst im nächsten Monat dann wirklich verraten, auf was wir uns jetzt so demnächst noch so freuen können in den nächsten 3 Monaten. Ehrlich gesagt schließe ich jetzt daraus, dass wir diesen Monat gar keine neuen Inhalte erhalten werden oder zumindest keine Packs. Vielleicht gibt es ja wieder ein Update, mit dem vielleicht auch wieder ein größeres Thema behandelt wird. Das schauen wir auf jeden Fall mal. Aber mich wundert's halt, weil sonst hätten die Entwickler da ja eine kleine Grafik, so wie sie das die letzten Male immer gemacht haben, direkt auch in diesem Monat schon veröffentlicht. Ich meine, die Entwickler planen ja auch wirklich in die Zukunft. Die wissen schon, was jetzt demnächst kommt. Und so eine Grafik vorzubereiten ist wahrscheinlich jetzt eigentlich gar nicht so eine Schwierigkeit, weil die Entwickler ja sowieso nur ganz grob hinschreiben, auf was wir uns genau freuen können. Wir haben ja immer mal so kleinere Abschnitte, wo wir nichts Neues bekommen, wo es leere Monate gibt, was dann meiner Meinung nach auch immer ein kleines bisschen schade ist, weil gerade die Sets bringen ja jetzt nicht wirklich den krassen Spielspaß ins Spiel, wie das jetzt zum Beispiel bei den größeren Erweiterungen der Fall ist. Da hält der Spaß, den man mit dem Pack hat, ja meistens immer so ein paar Monate an. Aber jetzt so mit den Sets, ja, nach so 2 Wochen hat man sich dann da auch so ein bisschen dran satt gesehen, meiner Meinung nach zumindest. Und dann ist es natürlich ein bisschen schade, wenn wir jetzt nach dem Meine-Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack, was die Entwickler ja so ein bisschen vergeigt haben, dann jetzt so lange warten müssen, bis da wieder was Cooles Neues kommt. Die Sims lebt ja auch so ein bisschen davon, dass die Entwickler da in regelmäßigen Abständen was raushauen. Naja, zum Glück ist es ja nur 1 Monat, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich hätte mich trotzdem tatsächlich gefreut, wenn wir jetzt wieder ein paar neuere Inhalte, vielleicht sogar ein größeres Erweiterungspack bekommen hätten. Das habe ich ja auch schon in einem meiner vorigen Videos erwähnt, da wollte ich mich jetzt auch nicht so doll wiederholen. Wenn ihr ein bisschen länger bei The Sims 4 dabei seid, kennt ihr vielleicht noch die vorigen Quartalsteaser, die es immer gab. Da haben die Entwickler dann auch vorgestellt, welche Inhalte in der nächsten Zeit in The Sims 4 veröffentlicht werden. Das war immer ein bisschen anders, es wurde nämlich als Video veröffentlicht. Und da fand ich es dann ganz cool, dass man immer auch die neuen Inhalte wirklich im Spiel gesehen hat. Also natürlich nur immer so ein kleiner Teaser natürlich. Aber das fand ich ehrlich gesagt im Vergleich zu wie es jetzt ist fast noch ein bisschen cooler. Natürlich bekommen wir jetzt mehr allgemeinere Infos in Textform, das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen besser. Aber dann so einen kleinen Blick auch schon in die Objekte zu bekommen, fand ich doch eigentlich bei diesen Teasern immer ganz cool. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Art der Teaser ihr besser fandet. Die alten, bei der man noch was von den Objekten gesehen hat, oder eher die neuen, wo wir ja übersichtlich wirklich alle Infos, alles was kommt, so ein bisschen natürlich sehr allgemein, aber zumindest ein bisschen zusammengefasst bekommen. Hört in die letzte Folge Sim gehört rein, in der Micha, unser Gast Simproved und ich über unsere Sims 5 Ideen gesprochen haben. Außerdem könnt ihr derzeit bei Instant Gaming ein Pack nach Wahl gewinnen. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr, was die nächsten Packs beinhalten werden? Könnten wir eine neue Erweiterung oder erstmal doch nur neue Sets für die Sims 4 erwarten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.